Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zusehen. Du siehst heute wieder bezaubernd aus. Vielen Dank fürs Einschalten, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Ganz kurz, falls ihr Bock habt, heute Abend meine Reaction auf die Hörprobe zu sehen, lasst gerne jetzt ein Abo da, denn heute droppt endlich die Hörprobe, die erste offizielle Hörprobe, die ein bisschen länger ist als das, was wir in den Vlogs hatten, zum Song, der nächste Woche erscheinen wird. Ich bin sehr gespannt und sehr gehypt darauf, deswegen lasst gerne jetzt ein Abo da, Freunde. Das ist kostenlos, supportet enorm. Wir geben uns alles, was mit Shirin zu tun hat und zum neuen Album. Deswegen lasst gerne ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Jetzt haben wir aber erst einmal den lang ersehnten Gran Canaria Vlog, wo wir so ein bisschen hinter den Kulissen behind-the-scenes-mäßig dabei sind, wie sie recorded haben, die Writing-Sessions, die Zusammenarbeit im Team allgemein. Freut mich sehr, wir haben uns letztes Mal den Eistee-Vlog angesehen. Link dazu oben im E-Check ihn gerne ab, falls ihr das verpasst haben solltet, wo wir dann gesehen haben, welche Dirty-Sorten auf dem Markt kommen und wie diese entstanden sind, was auch exzellent festgehalten wurde, was ich liebe, dass dieses Album so begleitet wird mit Vlogs, mit Behind-the-Scenes, alles, was drumherum ist. Ist sehr, sehr interesting. Ich freue mich sehr drauf, Freunde, wir schauen jetzt hier rein beim Gran Canaria-Vlog. So ist mein Album entstanden und ich habe hier vorhin schon einen Kommentar geschrieben, natürlich selber geliked worden, muss sein. Ich schaue gerade zu den Antworten rein. Die Leute freuen sich. Werde ich mir anschauen, freue mich auf deine Reaction. Schaut uns alle, die hier kommentiert haben, freut mich sehr. Wir hören rein, Freunde, und schauen vor allen Dingen rein. Let's go, Mann. Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Shirin David und ich herzlich ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich arbeite in... Hi, nice Outfit, Mann. Ist, ich glaube, das Outfit hat sie, gezeigt bei Justin, als sie bei Justin im Video war, right? Wo sie ihre latest Pickups gezeigt hat, ich glaube schon. Ich gerade in meinem zweiten Album und dafür sind wir mit dem ganzen Team nach Gran Canaria geflogen, nice, wir sind ganz im Süden der Insel und ich zeige euch einfach mal, was hier so abgeht. Oh, ich bin gespannt. Okay, alle Anwesenden, die in folgenden Aufnahmen zu sehen sind, wurden einen Tag vor Anreise negativ auf Covid-19 getestet und befinden sich seitdem in Isolation auf dem Grundstück. Warum ich diesen International Flatter habe? I fucking know. Okay. Geil, oh, boah, sieht das gut aus, holy shit. Sieht so nice aus, Mann. Oh, ich freu mich, Mann. Geil. Oha, so ein geiler Vibe. So ein geiler Vibe, Mann. Holy shit. Boah. Das ist diese anders geile Arbeitsatmosphäre. Sonne, ich brauchte neue Inspiration und deswegen habe ich das ganze Team eingepackt. Natürlich je nachdem, wer wann wie wo kann. Einige Jungs sind 9 Tage da, einige ein bisschen weniger. Geil. Und ja, hier arbeiten wir, hier holen wir uns Inspiration. Hier entspannen wir natürlich auch. Gutes Essen, gute Vibes. Good Vibes only, ihr wisst Bescheid. Ey, Judy, Mann. Judy, Mann. Holy shit. Nice. Geht's euch, Leute? Hey, hi. Ich weiß nicht, ich wäre lieber in Deutschland geblieben. Okay, wir kommen gleich nochmal zu Judy. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Ey, Judy, so sympathisch. So sympathisch. Also, hier seht ihr von außen die ganze Anlage nach hinten raus. Mit einem riesengroßen, angenehmen Pool. Hier sitzen wir meistens genau vor der Tür zum Haus. Ich bin ab und zu mal geschwommen. Ich war tatsächlich, oh Schande, über mein Haupt nicht einmal im Pool. Aber das wird heute nach diesem Video passieren. Bro, dann kann man spray tan. So aus. Und hier sehen Sie das Haus schon mal von der anderen Seite. Ich hoffe, das sieht low-key aus wie bei MTV Cribs. Actually schon ein bisschen. Holy shit, Mann. Hier haben wir übrigens auch noch einen kleinen Jacuzzi. Oha, ich glaube, seitdem wir gesagt haben, dass wir dieses Video hier drehen, sind komischerweise alle wieder im Haus und alle wieder am Musizieren. Haben sich alle einfach versteckt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Weil normalerweise ist dieser Bereich full. Und das war ich. Hier kannst du morgens sogar einen kleinen Runden joggen, wenn du Lust hast auf Sport. Machst du ein paar Squats. Machst du noch ein paar miese. Kann gar keine Liegestütze. Ey, Bro, das muss so, unbequem sein, in dem Outfit dann so Sport zu machen. Freunde der Sonne, das ist... Aber Baba-Outfit auf jeden Fall. Trio ist gestern 24 Jahre alt nice, geworden. Man. Das ist der Alles junge Mesh an der 808. Ey, Young Mesh, ist erstmal, dass ich Young Mesh sehe. Young Mesh, holy shit. Alles, muss man sagen, alles schöne Männer. Frio. Schöner Mann. Young Mesh, schöner Mann. Judy, sehr schöner Mann. Ich hab's auch schon mal gehört. Normalerweise ist der Pool und der Whirlpool immer besetzt. So, warum sind auf einmal alle... alle auf einmal so Alibi-Arbeiten-mäßig. Rede mal, die letzten Tage sah das irgendwie anders aus. Heute Morgen war noch Friseur da und so. Weißt du, wir sind alle on point. Ich kannst du uns was Kleines vorspielen? Er ist unser italienischer... Oh, ein bisschen laut.
Also jedenfalls ist das hier der Bereich, hier wird meistens gechillt. Geil. Ey, es sieht nach so einer so entspannten Arbeitsatmosphäre aus, wisst ihr? Als ob man da so nice arbeiten kann, einfach zusammen. Ey, mit einem Handtuch auf dem Kopf, nasse Haare, aber Hauptsache dir erstmal den Part einrappen, geil. Das ist das Feeling, was ich haben will. Ey, das sieht so nice aus, alles. Ey, wie ist das, was für eine schöne Atmosphäre da ist, Mann? Es ist so herzlich alles. Oh! The Harley Quinn. Italien. Oh, ey, yo. Oh. Ey, ich freu mich einfach so sehr drauf. Ey, heute Abend die Hörprobe, schreibt rein, wie gehypt seid ihr? Skala 1 bis 10, schreibt jetzt rein, wie gehypt seid ihr auf die Hörprobe? Ich möchte jetzt wissen von euch. Ich bin, bei mir ist das eine 14. Das ist jetzt die... Ey, die haben so geile Beats, Mann, und diese Atmosphäre gerade, jeder macht irgendwie einen Beat an, baut was rum, Live-Direction von den anderen, wie sie einfach so auf den Beat so abgehen. Das ist so eine ehrliche, schöne Arbeitsatmosphäre, wisst ihr? Das ist einfach so... Nicht so dieses Krampfhafte, sondern dieses, ey, wir chillen wirklich. Das war so eine gute Idee von Shirin hier nach Gran Canaria zu fliegen und so eine geile Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Komm, Breakdance. Oh, ey, diese Betonungen sind geil. Ich sag euch ehrlich, oh, ich will mehr hören. Ordentlich aus. Weil normalerweise, es sieht einfach wirklich wild hier drin aus. Ich hab mich schon gewundert, es sieht alles sehr clean aus auf einmal. Links der Eingangsbereich. Guck mal, einfach zwischen zwei Aslans. Ich schütze meine Tür. So, jedenfalls fährt man dann hier so raus. Raus. Okay, raus. Das war übrigens unsere Kulisse für das Instagram-Bild, was ich hier hochgeladen habe. Oh. Und das habe ich mich einfach so hingestellt. Dieses Licht. Ey, das sieht so geil hier aus. Das sah wirklich aus wie 30.000 Euro Shooting. Aber es waren einfach nur Anton und ich und ein Blitz. Bevor ich jetzt schon wieder sexistische Kommentare irgendwo lese von den Shirin Davids, wie kann das denn sein, dass du mit 6 Jungs in einem Haus bist? Das nennt man Professionalität. Ey, das finde ich auch null schlimm, hä? Was ist daran denn schlimm? Was ist daran denn, Bros? Ist doch egal, ob es ein Typ oder eine Frau ist, wenn da irgendeine Person ist, die den Job machen kann, den du brauchst oder die Talent hat, dann hol dir die Person dazu so. Und einfach ganz normales Zusammenarbeiten. Safe. Es ist absolut legitim und es ist vollkommen in Ordnung. Und natürlich hätte ich auch übrigens sehr gerne mehr Frauen in meinem Team, also Produzentinnen, Songwriterinnen. Safe. Bis jetzt hatte ich tatsächlich noch nicht das Glück, mit einer einzigen Frau zusammenzuarbeiten, was diesen Bereich angeht. Dafür habe ich aber wirklich auch schon mit sehr vielen zusammengearbeitet. Und deswegen, das ist auf jeden Fall etwas, was fehlt. In der Musikbranche, das merkst du auch vor allem, wenn du dann ins Songwriting gehst, du kannst halt mit Männern einfach nicht über einige Sachen so sprechen, wie du halt einfach mit Frauen sprechen kannst. Und generell wäre es einfach, glaube ich, eine Bereicherung, Musik und alles, was dazugehört in dieser Branche, einfach aus der Sicht einer Frau zu sehen. Deswegen, Girls, macht euch ready. Get your ass up. Wir brauchen euch. Real Talk, mehr Diversity, Mann. Das wäre unfassbar nice, wenn sich da so ein bisschen was entwickeln würde. Deswegen, wir brauchen euch alle und ja. Jedenfalls möchte ich... Ey, deswegen auch an alle, die so denken, ey, ich möchte gerne Singer, Songwriter werden oder Producerin werden. Singer-Songwriterin werden. Aber es gibt irgendwie niemanden, man schafft sehr ähnlich. Ey, ihr müsst durchziehen, hasselt durch. Es kann wirklich jeder schaffen und wie Shirin gerade meinte, ey, we need your girls, okay? We need you, so get your ass up and let's go. An dieser Stelle einmal zeigen, was besonders ist an diesem Haus und was uns auch ein bisschen zum Lachen braucht. Dieses Grundstück ist so groß. Das ist der Club und wir stehen tatsächlich direkt schon vor ihm. Leute, könnt ihr das fassen? Es gibt hier direkt einen Club. Der sieht natürlich aus wie aus den 70er Jahren. Was? Aber ganz ehrlich, wer hat schon einen Club zu Hause? What? Also ich muss sagen, hier drin riecht so ein bisschen wie so bei Großeltern das manchmal riechen kann. Und die Tanzfläche. Es sieht wirklich aus wie so ein alter Club von früher. Real Talk, so ein alter Club oder so eine Private Lounge in einem Club, so wo man so abgesperrter Bereich mäßig. Das ist irgendwie geil, so in so einem toten Vibe einfach. Ganz ehrlich, in Hamburg war ich auch schon mal in schlimmeren Clubs. So, safe! Ich mich jetzt mental plus eins, hoch, same. Ich nicht mit diesen hohen Schuhen laufen muss. Da sind wir wieder, meine Damen und Herren. So, oh, wow.
Bro, ey, Bro, okay, alles saved. Saved, saved, saved. Ich wollte gerade sagen, so sympathisch, wie Shirin immer noch so YouTuberin geworden ist, so Schnipsen hochbeamen, diese Katze und so, so sympathisch. Oh, das ist einfach gebrochen. Einfach eine Dose drunter. Die neuen Artikel-Heels. Vielleicht kannst du uns ein Lied zeigen. Young Mash, Mann. Das Zimmer sieht auch ein bisschen danach aus. Erstmal, dass ich Young Mash sehe. Und wir sitzen morgens immer alle zusammen, frühstücken schön. Den netten Marco zeige ich euch übrigens auch gleich, der diese ganzen Leckereien. Anton da hinten auch, sympathisch, Mann. Zubereitet. Und hier haben sich die Jungs auch ihre Station einfach aufgebaut. Geil. Oh yeah, ey, nice Beats, wir haben nice Beats schon mal. Oh, diese Melodie im Hintergrund. Hinter diesem versteckten Essbereich ist natürlich der Raum, wo die ganze Magie zubereitet wird. Where the magic is happening. Wir sind gerade in deinem Space reingekommen. Aufgeräumt. Hier sind die Pizzas von gestern Abend. Ey Leute, die waren so... Ey, Marco auch jetzt schon so sympathisch direkt. Erste Sekunde, Marco auch schöner Mann, direkt sympathisch. Das waren die Pizzas. Jetzt können wir die nicht heute so bitte wieder warm machen? Ja, die mache ich gleich. Oh. Oh mein Gott, der perfekte Mittagssnack. Leute, diese Pizza ey, Marco, so sympathisch. 24 Stunden im Kühlschrank gelassen. Genau. Ne? Mit Hand gerollt, mit Liebe gemacht. Nee, super Liebe für euch. Ich liebe es, wenn ihr lecker isst. Ey, Marco, Chefkoch. Geil. Ey, Lars. Lars auch so sympathisch, Mann. Lars so sympathisch. Oh. Geil. Nur sympathische Leute hier. Und bitte. Oh. Oh mein Gott, mit diesem Sonnensalat. Was ist das? Homemade places. Americas. Ey, Marco, man sieht, Marco liebt es zu kochen. Er macht einfach so homemade Chips und alles homemade Stuff selber hier. Er geht rum, ist gespannt, was die Leute sagen. Marco, sympathisch, Mann. Das ist geil. Ja, so süß, alle zu sehen zusammen. Es ist so eine schöne Atmosphäre einfach. Jedenfalls passiert hier die Magic. Wir ich möchte jedem so einen Kuss geben frische einfach Avocados. Gerade. Avocados, alles ist frisch. Also Marco holt nicht so Supermarkt-Shit, sondern Marco holt so... Connection-Shit. Jeden Nachmittag stehe ich hier bei ihm und frage ihn nach irgendwas Süßem. An der Stelle vielen, vielen Dank. Wir gehen weiter, Leute. Ich habe schon gefragt, können wir Marco vielleicht mitnehmen nach Deutschland? Wie soll ich überhaupt in Deutschland jetzt klarkommen? Ich stehe hier auf, Frühstück, Mittagessen, ist Abendessen, so. Alles wird zubereitet. Wie soll ich auf mein Leben klarkommen? Wir alle brauchen so kleinen Marco in unserem Leben. Freunde der Sonne, das ist er, Lars Unlimited. Die Legende. Wollen Sie uns ein bisschen erzählen, wie es Ihnen so ergeht, die letzten Tage? Mir geht's gut, sehr gut. Man schwimmt im Pool, man rappt, man schreibt, man sitzt, man trinkt, man lacht, also es könnte einem nicht besser gehen. Ey, das, wie er es beschreibt gerade, das ist so eine schöne Atmosphäre, Mann. Ich freue mich so auf dieses Album, weil da so eine gute Atmosphäre auch drinsteckt. Wisst ihr, es ist nicht so Kommerz und bla bla bla, sondern da steht einfach so viel Liebe und Herzblut drin. Man isst. Man raucht. Man raucht. Eins darf man nicht vergessen, so gut hier die Bedingungen auch sind, aber guckt euch diese Mauern an, dadurch kann man kein Corona kriegen. Stark, Judy. Das true, ist, das nenne ich Einsatz. Das ist ein Luxusgefängnis. Das ist ja alles, was ich true habe gestern nochmal alles gehört. Eieiei. Eieiei. Wenn Lars schon Eieiei sagt. Wenn man den linken Teil dieses Hauses geht, dann findet man die ganzen Schlafzimmer. Oh, wie gut sieht das alles hier aus? Mann, ich will das auch haben. Hier 6 kann ich ja ungefähr zeigen, was wo wie liegt, ja? Hier ist das allererste Zimmer nach hinten raus. Das ist das Zimmer vom Taban. Ja, das ist halt einfach ein typisches Männerzimmer, was ich jetzt... Das wird nicht gezeigt, okay. Okay, okay. Wird nicht gezeigt, zu Recht. Ich finde den Weihnachtsmann auch sehr gut, muss ich sagen. Auf die rechte Seite kommen ist das Zimmer vom Anthony. Ist ja schon ein kleiner Spalt auf. Darf man da so mal reingucken? Lusche einmal rein, damit man weiß, wie es da drin aussieht. Ja, wie ich sagte, Socken bleibt da natürlich. Ist okay, ja. Wartet. In meinem Zimmer liegen aktuell keine Socken. Ich sag's, wie es ist, ich bin da sehr, sehr gepflegt bei solchen Sachen. Es ist ja nicht mal ein Klischee. Hier gehen wir weiter und haben noch zur Rechten ein Zimmer. Ich glaube, hier schlafen Melvin und Frio. Und ich lusche mal hier so nur kurz rein. Und sehen wir wieder Socken? Ja. Nein, reinluschern, nicht reingehen. Reinluschern, das ist aber ein sehr mutiges Reinluschern. Hier ist übrigens das Zimmer vom lieben Lars. Also jetzt Lars, mal okay, ganz ja im Ernst, das ist das ordentlichste Zimmer. Ey, das hab ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Jetzt ist er wirklich komplett sauber. Ach, da hinten geht's noch weiter. Nee. Hallo, 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 hallo. Ey, das ist wirklich so clean. Raus. Wir achten hier Lars in seinem Privatsphäre. Besser ist es. Das ist von Judy. Und wir luschern mal rein.
Ich glaube, auch das clean. Ist, dass wir hier im Wohnzimmer clean. Stehen und nicht direkt im Schlafzimmer, deswegen einfach viel zu ordentlich aussieht. Wisst ihr, was mir jetzt gerade bewusst wird, wo ich auf mein Zimmer zusteuere? Ich habe gerade diese ganzen Roasts verteilt und diese ganzen Ansagen. Das ist nämlich das allerletzte Zimmer. Und ihr Zimmer ist so unclean. Ich habe wirklich meinen eigenen Space und meinen eigenen Bereich habe. Ich sage euch wirklich, es ist wirklich hart. Ach, Scheiße, oh no. Ich realisiere gerade, mein Zimmer ist einfach wirklich das Unordentlichste im Haus. Das ist so sympathisch, Mann. Also ich muss sagen, das ist halt Wäsche, die ich ausgesortiert habe. Oh, okay, ich wollte erst sagen, ist gar nicht so schlimm, dann habe ich das hier hinten gesehen. Huch. Okay, Bro, das geht halt einfach gar nicht. Aber sympathisch und ehrlich, einfach honest. Ich muss erst mal sagen, das Haus seit 6 Tagen. Es sieht so beautiful aus darüber. Und falls die Leute fragen, hey Shirin, wie ist es denn so mit 6 Jungs eine Woche lang in einer Überall Woche Socken. Zu leben? Einfach Socken. Genau so. Oder einfach auch Socken. Zum Beispiel so. Was sagen Sie dazu? Ey, Party so sympathisch, Mann. Ausflug, Betriebsausflug. Ey, das ist so süß, alle zusammen zu sehen. Einfach so Street Magic, ich lieb das. Das Geräusch ist nicht befriedigend, Alter. Oh, neues Haus, okay? We gotta upgrade, we gotta upgrade. Okay. Ey, es sieht so geil aus. Holy shit. Oh, Marco wieder da natürlich, Marco Ehrenmann. Boah. Geil. Boah, sieht so gut aus alles. Ey, alle kriegen Haare fresh, Mann. Man wird massiert, man hat einen guten Vibe. So muss es sein, wenn man ein Album droppt. So, I'm going to Ghana. Oh, Ghana! Holy shit! Ey, Ghana Beats! We have international Prominente hier auf einmal, okay. Gennaro. Oh, Gennaro auch am Start. Ey, so viele heftige Producer am Start. Krass. Oh. Dieser Bass allein jetzt okay, schon. Und bitte. Also Leute, das war hey, so schön. unter was für Umständen hier mal wieder gearbeitet Geil. Wird. Das ist wirklich absolut nicht tragbar. Jedenfalls hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass ihr so Sehr, ein kleines ja. Gefühl dafür bekommen konntet, wie es hier so aussieht. Taman war früher übrigens Schwimmer, deswegen der Rücken und der Nacken, auf dem er ganz Deutschrap tragen muss. Jedenfalls, meine Damen und Herren, hoffe ich, dass euch dieser Kanal hey, wie nice war dieser Vlog! Um euch ein bisschen zu zeigen, wie es hier so abgeht und wie, hat mir sehr gefallen. Und wie man arbeitet. Das Wichtigste ist einfach wirklich, guck mal, alle so happy. Alle gute Laune haben und dass wir irgendwie alle kreativ sein können. Und deswegen will ich einfach immer, dass das alles so entspannt wie möglich ist. Ich feiere das auch. Ich feiere ja, diese Mann. Arbeitsweise. Ich würde das gegen nichts auf der Welt eintauschen, weil es einfach so viel Spaß macht. Ey, deswegen an dieser Stelle. Da hat man auch mal so einen anderen Blickwinkel aufs Album, wenn man weiß, dass wirklich alle so eine gute Zeit hatten und das nicht so. Bei manchen Alben ist es so, du hast eine Deadline, hustle jetzt durch, mach dein Ding, man ist im Studio dunkel, Keller eingeschlossen, bla bla bla, aber das ist so eine ganz andere Atmosphäre also einfach. Noch mal kurz den jungen Mash auf Wiedersehen. Der junge Mash. Immer ein Lächeln auf den Lippen oh. der Melvin. Ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall auf Geil. Dieses Album. Es ist wirklich unfassbar nice. Ich freue mich, ich bin gehypt. Ich bin gespannt, wie es wird. Bleibt immer up to date für neueste Bilder, neueste Ankündigungen, neueste Postings. Alles, was kommt. Es geht auf jeden Fall los. Ich bin so gehypt, Mann. Heute Abend Hörprobe. Ey, Hörprobe heute Abend. Ja. Nein, das sollte nicht ins Bild. Das Ey, das seht ihr, alle am Lachen. Alle haben eine gute Zeit hier. Geil. Ach, hier, du bist das. Du bist also der Ghostwriter. So. Ey, Friends, wir haben uns diese beiden Videos auch angesehen. Falls ihr meine Reaction darauf sehen wollt, checkt gerne den Kanal ab und lasst ein Abo da, falls ihr mehr sehen wollt. Ich bin sehr gehypt auf heute Abend auf die Hörprobe. Wir werden die Reaction ASAP droppen. Und ich bin fucking nochmal gespannt. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich gehypt auf die Hörprobe. Friends, lasst gerne ein Abo da. Danke für euren dicken Support. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Bleibt so gut aussehend, wie ihr seid. Und dann sehen wir uns. Ciao.